Sein Wissen vermitteln, ohne Geld dafür zu verlangen, das ist der Grundpfeiler der sogenannten Barcamps. An sich kosten Konferenzen ja Geld, sind starr strukturiert und hochgradig exklusiv. Auf Barcamps oder Antikonferenzen gibt's keinen Eintritt, kein Programm und keine hierarchischen Organisationsstrukturen. Das Ganze funktioniert wie von selbst, so geschehen im Barcamp Vienna 2007 im Werkzeug H. Die erste Regel des Barcamp, du sprichst über das Barcamp. Die zweite Regel des Barcamp, kein Eintritt, keine Einladung, keine Hierarchie. Und die dritte Regel des Barcamp, ist es dein erstes Barcamp, musst du präsentieren. Also wir sind hergekommen, ohne uns eine fixe Präsentation vorbereitet zu haben und haben dann, als wir gesehen haben, wann wir präsentieren werden, haben wir uns vorher überlegt, wie wir das aufteilen und was wir präsentieren werden, und das hat dann eigentlich recht gut funktioniert. Richard und Daniel präsentieren heute ihre Website medienschelte.at, auf der sie Fundstücke aus Österreichs Boulevardmedien kritisieren. Weiters stehen beispielsweise Themen wie Social Networking, Blogging-Websites oder Evil PR and World Domination auf dem Programm. Primär eher Interesse an User. London, Paris, New York, New Delhi und Wien. Die Barcamps erobern die Welt. Eine Konferenz ohne Organisation funktioniert ganz einfach. Es gibt kein Programm, das vororganisiert ist, sondern die Leute treffen sich hier und in der ersten halben Stunde wird das Programm von den Teilnehmern selbst zusammengestellt. Es gibt auch nur Teilnehmer, es gibt keine Zuhörer. Die Leute treffen sich auf Augenhöhe und man lernt voneinander. Man hat einfach versucht, quasi die ganze Konferenz als Kaffeepause zu machen. Geboren wurde diese Form der Zusammenkunft aus dem Wunsch heraus, elitären Konferenzen den Rücken zuzukehren. In einer offenen Umgebung lernt jeder von jedem. Im Idealfall gibt es keine passiven Zuschauer, sondern nur mehr oder weniger aktive Mitgestalter. Ich finde, dass man, wenn man für etwas selber verantwortlich ist, dass man dann, dass die Aufmerksamkeit höher ist oder das Involvement einfach höher ist in die Veranstaltung. Und was ich interessant finde, ist auch, dass, so wie ich vorher geblockt habe zum Beispiel, dass andere Fotos machen, das uploaden, du brauchst eigentlich niemanden einzuteilen, der sich darum kümmert sozusagen, weil die Nachbearbeitung organisiert sich ja von selber. Ich finde es schön, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Beiträge oder seine Ansichten und seine Eindrücke oder auch Möglichkeiten, das Web 2.0 einfach darzustellen und den anderen auch in dieser Art Veranstaltung die Möglichkeit gibt, seine Sichtweise eben zu öffnen. Ad hoc finden sich kleine Präsentationsgruppen, die sich in diesem Moment erst getroffen haben und referieren gemeinsam über ein Thema. Dieses Mal war es eher IT- und kommunikationslastig. Was aber nicht bedeuten soll, dass man sich auf diese Bereiche beschränken will. Ganz im Gegenteil. Anderen Fokus nehmen, keine Ahnung, soll es ein Kunst-Kultur-Fokus sein, soll es ein Politik-Fokus sein. Das wird genauso funktionieren, nur dann kommen halt andere Leute. Also es ist vorgekommen, dass Leute beim letzten Barcamp gekommen sind und Lebensphilosophien vorgestellt haben oder auch Konferenzformate bzw. Coaching, Gruppencoaching-Formate. Und das ist wunderbar, weil es ist so, im Englischen gibt es ein schönes Wort, das heißt Serendipity, also so quasi der glückliche Zufall. Und das, so ist es auch hier. Man kennt das Programm ja nicht vorher und man lernt auf jeden Fall neue Dinge kennen. Die Idee des Barcamps ist übrigens noch sehr jung. Und die Zukunft dieser Anti-Konferenzen wird allein von der Community bestimmt. Ganz von selbst. Ja, und wer selbst ein Barcamp veranstalten will, ist herzlich dazu eingeladen. Auf barcamp.at gibt's alle Infos dazu.